Hallo zusammen, ich möchte euch heute ein neues Ingetränk vorstellen, das gerade im schwäbischen Bereich Furore macht, ein Erfrischungsgetränk. Es nennt sich Schwäbische Schorle, das will ich euch zeigen. Also keine neue Gorsmass-Variante, die ich euch heute zeige. Da braucht man erstmal ein halbes Liter Glas, vorzugsweise ein Willibecher und ein Mineralwasser. Macht man das halbe Glas voll mit Mineralwasser, das ist ja Grundbestandteil jeder Schorle. Also, wie gesagt, halbes Glas Mineralwasser und jetzt kommt die Geheimzutat für die schwäbische Schorle. Den Rest füllt man mit Leitungswasser auf. Voilà, fertig ist die schwäbische Schorle. Erfrischend, billig. Bekömmlich. Ich glaube, die könnte auch in Schottland erfolgreich sein, die schwäbische Schorle. Mal schauen, ob sie sich durchsetzt heuer. Das war's auch schon wieder. Servus.